Mein Kollege und ich haben 12 Stunden Nachtdienst auf dem Rettungswagen. Ja, 112% für den Bürger in Not oder auch weniger in Not, wie auch immer. Ne, man fährt ja auch zu einem eingewachsenen Zehennagel. Rettungsdienst ist ja schon lange nicht mehr gleich Rettungsdienst. Also nicht nur in Notfallsituationen fährt man raus, sondern man fährt immer dann raus, wenn jemand der Meinung ist, sich in einer Notlage zu befinden. Das ist unser Job und den machen wir zu 112%. Da ist es auch vollkommen egal, wer anruft, welche ethnische Gruppe das ist, welche Herkunft, welche Glaubensrichtung, vollkommen egal. Neutralität ist das oberste Gebot im Rettungsdienst und das war auch bei uns natürlich oberstes Gebot. Wie bei jedem anderen Retter es auch sein sollte. Nun, 22 Uhr abends werden wir alarmiert, notfallmäßig zu einem Einsatz. Schlechter AZ, also schlechter Allgemeinzustand, nichts Näheres bekannt, in einer Asylbewerberunterkunft. Also im Leumund sagt man Flüchtlingsheim. Ist schon ein bisschen her, das Ganze. Wir also rein in den Rettungswagen und hühot, Attacke hin dort. Wir kommen da an, muss man dazu sagen, diese Asylbewerberunterkunft ist ein ehemaliger Baumarkt gewesen, wurde auch dementsprechend umgebaut mit so kleinen Kabinen. Also ich sag mal, in jedem Solarium hast du größere Kabinen als dort, wo dann 4, 5 Menschen in eine so eine Kabine zusammengefercht worden sind. Ja, also ich sag mal, jedes Schwein auf einem Vieh oder während eines Viehtransports hat mehr Platz. Gut, lassen wir mal dahingestellt sein. Sollte wohl alles so sein, hatte wohl alles so seine Richtigkeit, wir also dahin. Draußen schon eine Traube von Menschen, die allerdings nichts mit dem Einsatzgeschehen zu tun hatte, aber dunkel, abends, ganz viele Menschen. Dann ist immer so das Ding, man muss sich erstmal einen Überblick verschaffen, wo müssen wir überhaupt hin. Irgendwann winkte jemand aus dem Security-Bereich. Es waren 5 Leute, die dort als Securities eingesetzt worden sind. Einer kam raus, sprach mit in gebrochenem Deutsch mit uns. Ja, kommt mal rein hier, Eingangsbereich. Okay, gut. Wir also rein mit unserem ganzen Gerödel. Wo müssen wir denn hin? Ja, da sitzen. Ja, schon so ganz komisch drauf gewesen, der Typ da vom Security-Dienst. Und dann saß da ein Mitte 30 Jahre alter Mann, saß auf einem Stuhl und war ein Asylbewerber vom afrikanischen Kontinent. Dieser Mann saß nun dort, wir also hin, so, was ist hier los, kann uns irgendeiner was sagen? Dann guckt man sich um, einer der Securities sagt, ja, ich kann ein bisschen übersetzen. So, Problem bei der ganzen Geschichte war, auch dieser Mitarbeiter des Security-Unternehmens konnte nur gebrochenes Deutsch. Da ist immer die Schwierigkeit, wenn man dann jemanden zum Dolmetschen hat, dass man dann, natürlich müsste der Dolmetscher auch dementsprechend gut Deutsch verstehen. Wenn er natürlich nicht so ganz versteht, was man ihm selber sagt und er übersetzt dann irgendwas, dann haben wir so ein stille Postverfahren. Dann frage ich zum Beispiel, tut der Bauch weh? Und er versteht das Wort Bauch als Beispiel nicht und fragt ihn, ob das Auge weh tut. So, damit ist natürlich keinem geholfen, in keinster Art und Weise. Insofern versucht man erstmal irgendwie mit dem Patienten selber zu sprechen. Der Mann saß da also so ein bisschen in sich gekehrt, ne, sah auch ein bisschen ängstlich aus. Um ihn herum halt eben eine Traube von Security-Menschen, aber auch von anderen Bewohnern dieser Unterkunft. So, und dann, ne, wie geht's Ihnen? Was ist los? Warum sind wir jetzt hier? Schlechter Allgemeinzustand. Was ist los? Bla, 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 bla. So, hat man erstmal versucht, mit Hände und Füße, ne, zu kommunizieren, mit gebrochenem, ganz gebrochenem Deutsch und ein bisschen Englisch. War es denn einigermaßen möglich, mit demjenigen welchen zu sprechen? Und dann sagte er tatsächlich, na du, der Bauch tut ein bisschen weh und er hat ein bisschen Fieber und auch so, ne, beim Luftholen ist das alles so ein bisschen doof. Also es war alles ein bisschen merkwürdig. Mein Kollege und ich haben dann unseren diagnostischen Block abgefahren. Das ist in so einem Falle auch wirklich ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen tricky sozusagen. Das ist so ein bisschen die, ja, Stecknadel im Heuhaufen suchen sozusagen. Erstmal herausfinden, was für eine Notfallsituation, was für eine Erkrankung, was für ein Problem liegt jetzt hier eigentlich vor. Und wir waren da am Machen und Tun mit EKG. Wir haben die kompletten Vitalwerte genommen, abgehorcht, also auskultiert. Wir haben alles Mögliche gemacht und haben einfach nichts festgestellt. Der Mann war aus unserer Sicht gesund. Also da war nichts. Aber er saß so in sich gekehrt, guckte auch immer so zu den Security-Mitarbeitern und das ist alles, irgendwie ist das alles eigenartig. Ja, irgendwie komisch, ne? Man hat dann irgendwann so ein Gespür, man kann das gar nicht so wirklich definieren, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Aber irgendwas ist hier merkwürdig, irgendwas ist hier komisch. Der Security-Mitarbeiter, der da zum Dolmetschen sich angeboten hatte, hatte dann halt eben auch auf in irgendeiner Sprache, die ich nicht verstand, ziemlich mit harschem Ton nochmal mit ihm gesprochen und er hat dann wirklich so ein bisschen eingeschüchtert geantwortet. So ganz komisch. Ich guckte meinen Kollegen an und
Also hier ist nichts. So, auf jeden Fall ist es so, Kernaufgabe des Rettungsdienstes ist nun mal, wenn wir gerufen werden, gerufen wurden wir im Übrigen von den Security-Mitarbeitern, gar nicht mal von dem Patienten selber, ist ja die Kernaufgabe des Rettungsdienstes, den Patienten einem Arzt zuzuführen, beziehungsweise einer Gesundheitseinrichtung, der Gesundheitsförderung oder wie auch immer, der Gesunderhaltung zuzuführen und nicht einfach wieder wegzufahren. Es sei denn, der Patient selber sagt, nein, ich möchte gar nicht ins Krankenhaus und ist auch bereit, das halt eben zu dokumentieren, dann zieh mir wieder von dannen. Ne? So, aber ich tue mich auch ehrlich gesagt immer sehr, sehr schwer damit zu sagen, nee, der Patient ist hier nichts fürs Krankenhaus, den lasse ich jetzt zu Hause, weil passiert ihm dann irgendwas, muss ich mich nachher rechtfertigen. Ich bin kein Arzt. Ich kann nur Verdachtsdiagnosen erstellen und keine schlussendlichen Diagnosen nach dem Heilpraktikergesetz. Also ich kann die Heilkunde nicht durchführen. Das darf ich einfach offiziell gar nicht. Insofern ist das immer so auf Messerschneide. Und somit sage ich dann, okay, gut, machen wir uns Gedanken. Es gibt auch noch die Möglichkeit, das haben wir dann auch dem Patienten angeboten, wir können einen Arzt hierher holen. Und der Patient sagt, oh, Arzt, Arzt, Blaulicht, Arzt, Arzt, Blaulicht, Krankenhaus, Blaulicht, Arzt. Ich sage, nee, guter Mann, also fürs Krankenhaus sind Sie nicht krank genug, weil ich kann überhaupt nichts feststellen, was Sie überhaupt haben. Also meiner Meinung nach sind Sie gesund, ne, mit Händen und Füßen, gebrochenes Deutsch, gebrochenes Englisch. Also es hat ein bisschen gedauert, das Ganze, was die Kommunikationsebene anging. Dann hat auch immer dieser Security-Mitarbeiter, immer wenn ich irgendwas gesagt habe, ich habe meinen Satz noch nicht mal zu Ende gesprochen, hat er immer dazwischen gequakt, irgendwie in einer anderen Landsprache halt oder in der Landessprache von dem Patienten. So dass ich ihm irgendwann gesagt habe, so pass mal auf, jetzt halte ich mal hier raus, weil das ist echt sehr anstrengend, wenn man noch nicht mal einen Satz zu Ende führen kann. Du quakst irgendwas dazwischen, ich weiß nicht, was du gesagt hast. So, jetzt lass mich mal bitte mit ihm reden hier, mit Händen und Füßen und so, das klappt schon alles. Irgendwie, ne? Dauert alles ein bisschen, aber klappt. So, jetzt habe ich dem Patienten klar gemacht, wir können einen Arzt hier holen, aber keinen Notarzt, nichts Blaulicht und Krankenhaus und Notfall und so, sondern einen KV-Arzt, also einen Arzt der Kassenärztlichen Vereinigung. Und der ihn dann vielleicht nochmal anders vielleicht noch untersuchen kann, als wir es machen können. Wie, ist immer dann die große Frage. Aber wenn der KV-Arzt, also wenn ein Arzt sich den Patienten nochmal anguckt und der Arzt dann nachher sagt, nein, Sie sind gesund, Sie brauchen gar nicht ins Krankenhaus, dann ist jedem geholfen. Ja, man muss das Krankenhaus nicht in Anführungsstrichen vollmüllen mit irgendwelchen Notfällen, die gar keine Notfälle sind. Ja, so dass das Krankenhauspersonal völlig überlastet ist oder das Krankenhaus allgemein die Notaufnahme überlastet ist. Und man hat trotzdem nochmal einen Arzt drauf gucken lassen, der eine Diagnose stellen kann. Nämlich Diagnose hat nichts zum Beispiel. Somit ist jedem geholfen und der Rettungsdienst ist dann natürlich auch nicht mehr so hoch belastet. So, das habe ich dann natürlich versucht zu erklären. Das ist auch angekommen bei demjenigen. Und dann hat er gesagt, nein, 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 Krankenhaus, Notarzt, Blaulicht, oh, Bauche, Bauche. Ich denke, ja, jetzt auf einmal Bauchweh, ne, so abgetastet, da war alles weich, Abdomen war weich, ganz normal, Peristaltik, alles vorhanden. Also das war alles soweit in Ordnung. Und ich gucke meinen Kollegen an, ich sage, hier stimmt irgendwas nicht. Und das habe ich ihm dann auch gesagt. Und dann guckte der eine Security-Mitarbeiter, ja, nun nimm mit, hier sind Papiere. Und dann gab er mir die Papiere. Nun muss man dazu sagen, dass geflüchtete Menschen, die nach Deutschland kommen, zumindest war es zu der Zeit so, ist ja nun alles schon ein bisschen her, pauschal in einer Krankenversicherung gewesen sind. Also die Krankenversicherung hat die Person aufgenommen, dass halt eben in Notfallsituationen allgemeine medizinischen Bedarfsangelegenheiten eine Kostenübernahme gewährt ist. Das ist nicht alles über das Sozialamt oder wie auch immer läuft. So, die Menschen kommen gerade hierher und dann haben sie noch keine Krankenversicherung und so, ist alles logisch. Also hat man sich dann als deutscher Staat Gedanken gemacht, irgendwie müssen auch die Leute natürlich zum Arzt gehen können und das muss irgendwie bezahlt werden. Der Arzt muss seine Rechnung ja auch bezahlen. Insofern sind sie dann alle in so einer Versicherung drinne. Und das ist dann so eine Versicherungsbescheinigung, die hat mehrere Seiten in DIN A4 Länge und in allen möglichen Sprachen mit arabischen Schriftzeichen, Englisch, Deutsch, alles mögliche da, wo dann drin steht, welche Krankenkasse und so weiter und so fort. Das wurde mir in die Hand gedrückt. Es steht natürlich auch drauf, um wen es sich bei dem Patienten handelt und es steht auch drauf, zum Beispiel, wenn es ein laufendes Asylbewerberverfahren ist, wie lange ist derjenige hier geduldet, also von bis. Wann ist er gekommen und bis wann läuft das Ganze hier? So, und mein Blick fiel schon da drauf und ich sah dann schon, alles klar, ist bis heute noch geduldet. Also bis Stich, ne, 23:59. So, nun war es ja schon spät abends und ich denke, also ein bisschen merkwürdig. Ist ja auch nicht der erste Einsatz, den man so hat. Das muss man auch dazu sagen. Man hat häufiger mal Einsätze, dass Menschen dann halt eben an dem Tag, wo eigentlich die
die Aufenthaltsgenehmigung erlischt, dann krank werden, dann müssen sie ins Krankenhaus, wollen behandelt werden, wie auch immer. So, und das kannte man ja nun auch schon aus dem Rettungsdienst. Und dann guckte meinen Kollegen an, ich sag hier, na, kannst du ja mal raufgucken auf die Unterlagen hier, mal auf die Dokumente raufgucken, dann sah er das, ja, mhm. So, alles klar. Und dann habe ich dem Mann nochmal versucht zu erklären, hör zu, ich hole einen Arzt hierher, Krankenhaus ist meines Erachtens nach überhaupt nicht notwendig, aber KV-Arzt kommt her. Und er, mit einmal wurde er richtig panisch, nein, nix, Krankenhaus. Und ich denke, alter Schwede, das gibt's doch gar nicht, was ist denn hier los? Steht auf, ich denke, was macht er denn jetzt? Schiebt mich zur Seite und müsst ihr euch vorstellen, das war ja ein umgebauter Baumarkt, da sind ja diese ganz normalen Betonpfeiler, ja, so. Wie so ein Baumarkt normalerweise aufgebaut ist. Ne? Betonpfeiler, die das Dach stützen. Und dann hast du ja normalerweise die Regale da, wo dann diese ganzen Wohnkabinen, ich nenne es jetzt mal so, denn gewesen sind. Und da stand ein blanker Betonpfeiler in diesem Eingangsbereich von dieser Unterkunft. Und er rennt dahin wie von der Tarantel gestochen, ja, wie ein Verrückter rennt er da zu diesem Betonpfeiler, holt aus mit seinem rechten Bein und tritt volle Lotte mit seinem Schienbein, aber wirklich aus voller Schmackes, richtig mit Körperdrehung, alles mit Hüftbewegung, volles Programm gegen diesen Betonpfeiler. Leute, das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Das hat gekracht, das ist laut gewesen, das hat geknallt, er ist sofort mit einem riesen Schrei hingefallen. Was war passiert? Er hat so massiv gegen diesen Betonpfeiler, gegen die Kante des Betonpfeilers, ja, die haben ja dann auch diese Ecken, diese viereckig, die Dinger, voll gegen diese Ecke gegengetreten mit seinem Schienbein, dass er sich das Schienbein dabei gebrochen hat. Und dann lag er natürlich da, hat geschrien, das war natürlich auch dann im Anführungsstrichen die Fahrkarte ins Krankenhaus, auf jeden Fall. NEF musste nachgefordert werden, der Notarzt musste an die Einsatzstelle zwecks Analgesie, weil er hat so massiv dagegen getreten, dass das Bein richtig auch abgeknickt war. Das heißt also, eine richtige Fehlstellung da gewesen ist. So konnten wir das auch gar nicht schienen, ohne dass der vor Schmerzen uns nachher komplett kaputt geht. Er hat natürlich geschrien wie am Spieß, ein Riesenaufruhr, natürlich auch bei allen, die da drumherum waren. Einige guckten uns auch böse an, ne, so. Einer sagte dann auch, Nazi, ne, und echt, die Securities haben dann die Leute wieder davon, von uns weggedrängt, weil ich dachte, oh, jetzt eskaliert hier gleich die Situation. Wer weiß, die kriegen das nur aus der Entfernung mit, verstehen uns vielleicht auch nicht und denken, ich habe denen irgendwas gesagt, irgendwas Böses oder irgendwas, so dass er diese Handlung vollzogen hat. Habe ich ja nicht. Ne? Ich habe ihn untersucht, so wie man es immer macht im Rettungsdienst. Aber mit dem Ergebnis, dass er aufgestanden ist und da gegen diesen Betonpfeiler gegengetreten hat und sich das Schienbein kaputt gehauen hat da, ne? Kaputt getreten hat. So, ein Riesengeschrei, ein Riesenaufruhr, NEF kam, Schmerzmittel, wir konnten das ganze Bein so ein bisschen reponieren dann, ne? So dass wir das auch alles vernünftig schieben konnten, ab ins Krankenhaus. Im Nachhinein hat sich rausgestellt, und das war eigentlich das Spannende an der ganzen Geschichte, wir sind dann natürlich Stunden später, sind wir in das Krankenhaus nochmal hingefahren mit einem anderen Patienten in diese Notaufnahme und dann konnte ich es mir einfach nicht nehmen lassen, das Krankenhauspersonal zu fragen, wie geht's ihm eigentlich? Ja, das wüssten wir auch gerne, der ist nicht mehr da. Wie, der ist nicht mehr da? Der hat sich das Schienbein gebrochen. Ja, wir haben das Schienbein halt eben versorgt, nicht operativ natürlich versorgt, sondern erstmal konventionell versorgt, das Ganze gegipst tatsächlich. Denke ich, okay, gut, Schienbeinbruch, ja, ein glatter Bruch, ne, dann kannst du es ruhig stellen, okay, gut, also normalerweise macht man auf und schraubt und nagelt, vielleicht hatten sie es auch im weiteren Verlauf vor. Auf jeden Fall haben sie sein Bein immobilisiert, er hatte Unterarmgehstützen bekommen, die sogenannten Krücken. Und dann wurde es ja auch immer später, es war irgendwann mitten in der Nacht natürlich, wo wir denn da waren und mit dem Arzt gesprochen haben, und der war weg. Und war weg, nie wieder gesehen. Ne? Also raus, weg, Wort nie mehr wieder gesehen. Aber spannend war, als der Arzt dann nämlich sagte, hier arbeitet jemand, der seine Landessprache versteht, aber auch perfekt Deutsch spricht. Und der hat natürlich mit ihm gesprochen, weil auch das Krankenhaus hatte natürlich eine absolute Kommunikationsbarriere, eine absolute Sprachbarriere. Und insofern haben sie sich dann jemanden angeholt, der diese Sprache versteht. Und da hat dieser Mann dann gesagt, dass die Security-Mitarbeiter dort in dieser Unterkunft wohl mit den Leuten umgegangen sind, wie tatsächlich einige das aus dem Fernsehen kennen, negativ aus dem Fernsehen kennen, wie bestimmte Leute zum Beispiel mit Vieh umgehen, die in so einen Transporter reingeschickt werden. Ne? Also mit Peitschen und hast du nicht gesehen. Also man hat da wohl auch richtig rabiat und auch körperliche Gewalt angewandt
in dieser Unterkunft. Das war die Aussage des Krankenhausmitarbeiters, des Arztes. Das Krankenhaus hatte als solches dann auch eine Strafanzeige gestellt gegen diese Unterkunft. Da waren wir jetzt ja gar nicht so mit drinne. Ich habe ja auch nichts gesehen. Ich habe ja auch nicht gesehen, dass ihm da irgendwas passiert ist. Er sah auch nicht aus, als wenn er verletzt gewesen ist. Aber was natürlich schon aufgefallen war, war dieses Eingeschüchterte da sitzen und immer so zu den Security-Mitarbeitern hingucken. Der eine, der da auch wirklich so scharf mit ihm oder so schroff mit ihm gesprochen hat. Das war schon eine eigenartige Situation. Aber was treibt Menschen dazu, ja, zu sagen, ich will jetzt ins Krankenhaus, ich bin nur bis heute geduldet, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe eigentlich gar nichts, ich muss aber jetzt ins Krankenhaus. Die Security-Mitarbeiter haben den Rettungsdienst alarmiert, nicht mal derjenige selber. Das war auch irgendwie alles ein bisschen ungewöhnlich. Es war alles irgendwie ein bisschen merkwürdig, ein bisschen diffus war die ganze Geschichte. Aber es treibt die Leute dazu, dass sie kerngesund dann aufstehen, ja, zu so einem Betonpfeiler hinlaufen, da so massiv gegenholzen, dass sie sich selber das Schienbein brechen. Ja, nur um ins Krankenhaus zu kommen, um dann zu verschwinden. Was daraus geworden ist, kann ich euch nicht mehr sagen. Sowohl nicht, was die Unterkunft angeht, mit den Mitarbeitern, die dort waren oder wie auch immer, als auch was den Patienten angeht. Ich habe keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Aber da kann man mal sehen, wie erschreckend das eigentlich ist, dass Menschen zu bestimmten Handlungen fähig sind, diese vollziehen, weil sie sich in einer aussichtslosen Lage sehen und sich selber so einem Schaden zufügen, nur um aus so einer Situation wieder rauszukommen. Liebe Retter da draußen, habt ihr sowas oder sowas ähnliches auch schon erlebt? Schreibt es mal unten bitte in die Kommentare, würde mich wirklich brennend interessieren. Und wenn euch diese Videos hier gefallen, würde ich mich sehr darüber freuen, falls ihr euch vielleicht auch mal die ein oder andere Folge anschaut, auch die eher lustig ist, aus dem Comedy-Bereich, Blaulicht im Kopf, meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, damit ihr über weitere Videos rechtzeitig genug benachrichtigt werdet. Und denkt immer daran, Leute, behandelt eure Mitmenschen, egal wo sie herkommen, mit dem nötigen Respekt, den auch ihr gerne erfahren wollt, wie mit euch umgegangen werden soll. Jeder Mensch, egal welche Hautfarbe er hat, welche Religion, welche Herkunft oder Sonstiges, ist ein Mensch und sollte wie ein Mensch behandelt werden. Ob von irgendwelchem Sicherheitspersonal, von uns Rettern oder von der Allgemeinheit insgesamt. In diesem Sinne, haut rein, bleibt gesund und bleibt sauber. Euer Sibi. Blutdoktor, das ist unglaublich!